Hello, 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 meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Im letzten Part haben wir Charles getroffen und haben ihn dann doch endlich erlöst. Und seine trauernde Witwe Esther muss jetzt nach Hause, weil sie hat das ganze Spektakel mit angesehen. Und natürlich findet sie vielleicht jetzt auch ihren Frieden oder kann in Ruhe trauern. Ich weiß es nicht. Aber es war schon eine sehr emotionale Reise, ne, durch den letzten Part. Und ich denke, es wird noch sehr, sehr viele weitere emotionale Sachen hier geben, die einen so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Aber ansonsten war das ein sehr, sehr guter Part 3. Auch ein bisschen gekämpft. Also wir haben nicht nur zugehört und waren ruhig, sondern wir haben auch gekämpft. Und ja, wir wissen jetzt ein bisschen mehr über das Blocken und Parieren und Ausweichen. Mal schauen, wie wir uns in den zukünftigen Kämpfen schlagen werden. So, können wir jetzt endlich laufen? Ja, danke. So, die läuft jetzt hier einfach einen anderen Weg als ich vorher. Wenn ich den Weg vorher selber gehabt hätte, wäre ich den wahrscheinlich hier selber gelaufen. Aber, ja. Gut, lassen wir sie einfach mal machen. Das heißt, wir laufen hier einfach mal ganz spontan hinterher. Und hoffen, dass sie jetzt bald zu Hause ist. Weil wir müssen auf jeden Fall noch in das Schulgebäude. Also das Schulhaus. Und im Haupthaus soll ja noch dieser Geist sein. So, sind wir schon da? Aber wahrscheinlich war die Türe vorher zugesperrt, ne? Ah, ne, die da vorne war zugesperrt, okay. Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen. Gute Nacht, Esther. Ihr beide. Wir brauchen euch. Ja, nicht unbedingt, aber okay. So, da können wir jetzt raus. Ja, genau, die Tür war vorher zu. Das heißt, wir können jetzt raus und wir können in das Schulgebäude. Bin immer gespannt, wo das ist. Gucken wir doch einmal auf der Karte. Okay, einfach geradeaus und dann... Okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wie gesagt, wie findet ihr Banishers bisher? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sowas von krass auf eure Meinung gespannt. Ob ihr das Game auch feiert, ob ihr euch holen werdet oder sonst irgendwas. Also ich finde es bisher wirklich gut. Ich finde die Geschichte auch wirklich gut. Bin jetzt gespannt, was jetzt noch alles passieren wird in diesem Part. Weil jetzt, glaube ich, kommen wieder sehr, sehr viel Konversation, weil es ist halt dunkel. Und ja, was soll man denn anders machen, außer zu reden, wenn es Nacht ist. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen wir mal, was es in dem Schulhaus so gibt. So, das Schulgebäude haben wir gefunden. Was haben wir denn hier? So, haben wir sogar noch Materialien. Leder haben wir sogar da. Sehr gut. So, Technik der Verbanner. Wow, what? Das ist sogar ein Buch über uns. Oh mein Gott, so wieder so viel zum Lesen. Wir sind als Verbanner keine spirituellen Anführer oder Inquisitoren, sondern vielmehr angeheuerte Geisterjäger, spezialisiert und sensible Handwerker. Wir trainieren hart dafür, dass wir die Lebenden mithilfe unserer Rituale und unserem Wissen über Geister und Schemen schützen können. Wir sind keine Sekte. Bei uns gibt es weder eine Hierarchie noch ein festes Dogma. Der offensichtliche Grund, warum jemand den Weg einschlägt, ein Verbanner zu werden, ist, dass er oder sie die Lebenden vor den Toten schützen will. Aus welchem Grund auch immer, wir sind effizient, anpassungsfähig und vielseitig. Unsere Gemeinschaft ist spärlich und nomadisch, genau wie unsere Vorfahren es waren. Auf der Suche nach lebenden Opfern der Toten ziehen wir durchs Land und stellen Spukermittlungen an mit Techniken, die von Generationen von Meistern und Schülern erprobt und verfeinert wurden. Wir erlösen den Geist oder verbannen ihn. Dabei geben wir nur selten den Lebenden die Schuld. Im Gegensatz zu kümmerlichen Zauberern verschwenden wir unsere Zeit nicht mit der Herstellung verzauberter Gewehre, deren Kolben, Lauf und Schaft mit Runen und anderen Machtsymbolen graviert sind, um Gespenster zu jagen oder auf andere Weise zu vertreiben. Warum sollte man sich auf eine einzige Waffe verlassen? Lieber setzen wir auf unser Bannpulver, das nach überlieferten Rezepten zubereitet wird. Unabhängig von der Munition kann so eine Feuerwaffe ein übernatürliches Ziel treffen und beschädigen. Effizient, anpassungsfähig und vielseitig. Bei der Auswahl von Mineralien und Pflanzen helfen uns unsere Kenntnisse in Alchemie und Botanik, sodass wir deren Eigenschaften bei unserer Arbeit nutzen können. Wir verschwenden weder unsere Zeit in Bibliotheken oder Schulzimmern noch mit dem Zeichnen, Schnitzen oder Gravieren komplexer Kreise. Der Macht. Der Zeitgewinn ist nur halb so hoch wie das, was wir an Macht oder Einfluss gewinnen, was dann uns und die Menschen um uns herum in unnötige Gefahr bringt. Stattdessen trägt ein kluger Verbanner Stempel aus Holz oder Metall bei sich, mit denen er eine Tür, eine Wand oder einen Stein mit dem für das entsprechende Ritual erforderliche Symbol kennzeichnen kann. Außerdem tragen wir Ringe mit diesen Symbolen an unseren Fingern, damit wir auf diese Weise stets eine Reihe mächtiger Runen zur Hand haben. Effizient, anpassungsfähig und vielseitig. So stiegen und kämpf,
So siegen kämpfen wir. So schicken wir die schleichenden Toten dorthin, wo sie hingehören. Aus Tod, den Toten von Balthasar H. Frenhofer. Okay. Sehr, sehr viel zum Lesen. So, da ist mein Partner, mein Freund. So. Kann ich mich da hinsetzen? Ja, ich kann mich da hinsetzen. Geil. Sehr gut. Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Puh, war das Charles oder nicht? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich war er das ja schon. Charles hätte dasselbe für deinen Geist getan, oder meinen? Hoffentlich hätte er zumindest kurz innegehalten. Charles war ein guter Mann, voller Liebe. Seinen Geist zu verbannen wäre sicher nicht leicht geworden, aber es wäre das Richtige gewesen. Geister bringen nichts als Light Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja, aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Das stimmt allerdings. Okay, wir verbannen sorgen für den Abschluss. Die Toten haben nichts mit den Lebenden zu tun. Tja, mal das da. Die Toten haben nichts im Lebendreich zu suchen. Loslassen ist schwierig. Selbst für die Toten. Eine Kette ist stark. Und wir werden bezahlt, diese Fesseln zu lösen. Würdest du mich auch verbannen, wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Ja, vielleicht schon. Ich habe auch übrigens gelesen, dass dieses Spiel 5 Enden hat. Also egal, was du hier auswählst, du hast immer ein anderes Ende. Das ist schon krass. Also irgendwie schon halt so, ja. Bin gespannt, was wir für ein Ende bekommen werden, wenn wir das Spiel zu Ende spielen. Okay, ja, ich würde alles für dich tun, ne? Was macht man denn nicht so für seinen Partner? Du bist ein flegelhafter Strubbelkopf, Red McGrath. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Haupthaus ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Welche Legenden? Wir sehen morgen weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Tja, dann gute Nacht. Schlaft gut. Armer Charles. Arme Esther. Genau, Esther ist ja noch am Leben. Arme Esther. Okay. Was bringt der nächste Morgen? Oh nein, das sieht aus wie ein Traum. Ja. Dachte ich mir schon. Sie ist weg. Hm? Anthea. Sie hat ihren Feuerbann mitgenommen? Aber ich bin der, der überstürzt handelt. Okay, wir spielen jetzt Red. Eine sehr, sehr gute Wendung. Eine sehr gute Wendung. Okay, dann raus hier. Finde Anthea. Wo bist du? Du wirst kaum im Haupthaus sein, oder? Okay, Aufgabe gestartet. Tod den Toten. Na dann. Wo muss ich denn eigentlich hin? Wir müssen jetzt hier hin. Okay. Das heißt vorne und dann rechts. Aber wo könnte sie hingegangen sein ohne uns? Vor allem so früh. Anthea? Alright, ich glaube, du kommst ein bisschen zu spät. Würde ich mal ganz stark behaupten. Warum wärst du allein dort aufgegangen? Ja, deswegen. Offen. Anthea! So, bin ich hier richtig?
Ja, ungefähr. Huch. Ah, okay. Ah, der kann das auch. Ja, nice. Ich dachte, der wäre halt eher so der, ja, wie soll man das nennen? So eher das Weichei. Ne, aber der kann das natürlich auch. Du bist zwar der Boss, aber du hättest mich sehr gut. Mich einweihen können. Ja, du bist zwar der Boss und hättest mich einweihen können, aber ja. Ist doch immer so bei Frauen. Und die machen einfach irgendwas dann und du denkst dir, wieso hast du mir nicht Bescheid gesagt? So, wo ist er? Hier ist er. Oh, der ist gut. Oh Gott, okay, hat mir Gesundheit abgezogen. Okay, der war Level 1, glaube ich, oder? Stand da dran. So, Saftling. Muss mich auf jeden Fall dann irgendwie aufheilen, wenn ich das irgendwie kann. Aber bisher habe ich noch kein Mittel gefunden, wo ich mich aufheilen könnte. Was haben wir da drin? Gar nichts. Ich habe meine Special-Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob ich die einsetzen soll. So, da ist das Gemeindezentrum. Ja, klar. Und ich muss jetzt da rein. Ja, super. Let's go. Schau, wie sie laufen. Schau, wie sie... Tja. War das wahrscheinlich doch kein Traum, wenn das jetzt so abgeht? Vor allem Antea ist da nirgendwo. Antea? Hallo? Antea? Blind. Alle blind. Ach, Red. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Antea? Bist du verletzt? Wo bist du? Ach, da... Hä? Die saß doch da gerade gar nicht. Ich bin da, Liebling. Was ist passiert? Uff. Das war ja klar, Bruder. Das war ja so klar. Ich bin da, Liebling. Wie kitschig. Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Erschien dem Mann im Traum und sprach zu ihm. Sieh da, du bist des Todes. Der Mann aber hatte nichts getan und sprach. Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Vor allem, wieso steht sie nicht auf? Was? Ach, sie ist gar nicht da. Oje, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Bosskampf? Könnte ein Bosskampf sein. Ach Gott. Was ist das denn? Bruder, was ist das? Okay. Wirst du die Gerechten töten? Nö. Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versäumnisse. Wo ist Antea? Was hast du mit ihr angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast. Du kümmerst dich an die Liebe. Ein Narbe. Aber die kann dir doch nichts antun, oder? Nur Schellung. Der bleibt einfach stehen, der macht einfach nichts. Bruder, mach was. Nein. Genau. Lul. Oh, ich glaube, das wird ein Bosskampf. Ach du meine Fresse. Okay, jetzt wird's spannend. Es ist alles zerstört. Ich meine, ich kann mich hier genug rumrollen, so viel wie ich will. Dark Souls-Style, ne? Ja, genau. Habe ich doch gewusst. Eieieiei. Okay. So, jetzt komm her. Ja, nice. Sehr gut. Ich hab gewusst, dass es ein Bosskampf wird. Bosskampf ist. Hoppala. Eieiei. Okay, ich muss erstmal hier ein bisschen klarkommen mit der Steuerung. Ah, um Su zu verwenden, okay. Oh, das war knapp. Aber wieso sind die zwei? Ja, ich werde nicht sterben. Wenn, dann stirbst du. Oh! Triple-Angriff. Okay, sollte ich im Auge behalten. So, wollen wir nochmal Su? Es sind drei. Ja, machen wir den hier. Oh nein! Oh, Triple-Angriff. Ja,
okay. Es war sogar ein Quattro-Angriff. Krass. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich noch nicht auf den Bosskampf eingestellt, ne? Also absolut nicht. Deswegen, sorry, dass ich jetzt hier gerade so ein bisschen perplex bin und verplant bin. Aber wie gesagt, Bosskampf war jetzt nicht so das, was ich erwartet habe. Nein, ich will nicht sterben. Danke. Vor allem, die verliert halt auch fast keine Leben, ne? Die verliert halt nur Leben durch meinen krassen Angriff. Oh mein Gott, Alter. Okay, ich habe sie zweimal verbannt. Okay, da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Alter, mitten durchs Fenster, was ist los mit der? Bruder, was ist los mit der? Oder ihm? Wo ist der Teer? Wenn du hier auch nur ein Haar gekrümmt hast, wer... Willst du was? Ihr zu Hilfe kommen? Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur... Vergeltung. Lass ihn los. What? Was ist denn jetzt? Wie rührend. Du verlangst nach deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. In den Tiefen deines Herzens gibt es keine Liebe. Nur Verrat. Ich biete dir einen Tausch an. Er bleibt und du gehst und behältst dafür dein Leben. Ich verhandle nicht mit Geistern. Wieso macht sie dann nichts? So ein kluger Kopf. Und doch denkst du mit deinem dümmlichen Herzen. Du bist schwach. Nein! Hä, sie ist doch schon tot. Was soll denn der jetzt bitte noch passieren? Hallo? Hallo? Was soll denn der bitte noch passieren? Ach nö, komm jetzt. Das kann nicht das Ende sein. Oder ist sie jetzt erst gestorben? Hä? Wenn ja, werde ich dich erwarten. Um Gottes Willen, was ist mit diesem Spiel los? Leute, was ist los mit dieser Geschichte? Weil normalerweise war sie doch schon tot. Der eiskalte Ozean ließ seine Trauer zu einem Eiszapfen gefrieren, der sein Herz durchbohrte. Die Last seines Scheiterns zerrte ihn auf den Meeresgrund. Jenseits der Zeit, in der Dunkelheit ertrinkend, sprach er ihren Namen. Ach, und das war nur der Anfang. Okay. Also, es geht erst jetzt richtig los. Nimm doch mich. Let's go. Ich bin bereit. Verzweifelt im kalten, stillen Wasser. Und auf der anderen Seite erhörte etwas sein Flehen und streckte seine Finger nach ihm aus. Oh, sag mir jetzt bloß nicht, der hat das alles geträumt. Bitte nicht. Huch. Ich glaube echt, der hat das alles geträumt. Nimm mich. Lass sie los. Oh nö. Oder er glaubt, er hat das geträumt. Eieiei. Ja, hä? Alter, wir sind jetzt an einem komplett anderen... Oh nein, oh nein. Ich weiß schon, also ich denke schon, wo sich das Spiel hinentwickelt. Oh je. Aber ich stelle jetzt meine Vermutung noch nicht auf. Aber gut, wirklich sehr, sehr guter Anfang. So, wer ist das denn? Lauf dich so lang und dann auf einmal weggehen? Du bist wach. Ach, Seeker. Wer seid ihr? Diejenige, die euch gerettet hat. Sich tagelang um euch gekümmert hat. Wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Okay, dann ist es doch wirklich passiert. Okay, ich nehme alles zurück. Was habe ich getan? Bevor ihr euch Vorwürfe macht, solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Sie ist tot. Ja, deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen.
Woher weiß sie das? Woher weiß sie denn das, dass sie tot ist? Hä? Muss ich das verstehen? Wer seid ihr? Es kommt mir vor, als wären wir uns schon mal begegnet, aber das kann nicht sein. Als würden wir uns schon ewig kennen. Aber wie? Ihr seid verwirrt. Das ist normal. Ein Nachtmahr hätte euch beinahe getötet. Ihr habt eure Liebste verloren und jetzt pflegt euch eine Hexe gesund. Ach, eine Hexe? Ui! Eine Hexe. Man nennt mich Seeker. Finde den Verbanner, befahl meine Herrin. Kümmere dich um ihn und beantworte seine Fragen. Dann lass ihn sein. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Spielt das eine Rolle? Das bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Okay. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Ich mach einfach nur, was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ceridine mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Okay. Einfach gesagt, ist getan. Ihr kennt mich nicht. Doch soll ich Vertrauen haben. Leichter gesagt als getan. Dinge, die einem im Leben leicht fallen, sind unwichtig. Es zählen nur die schwierigen Dinge. Ihr habt eine gähnende, grimassenschneidende Leere in eurer Seele. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott, was habe ich getan? Es sieht doch so aus. Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie. Ja, würde ich auch machen, aber... ja. Was wollt ihr? Ich will wissen, was ihr von mir will. Komm. Warum habt ihr mich aus dem Wasser gezogen? Was liegt euch an mir? Nein, gar nichts. Aber meine Herren schon. Ceridine sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja. Ich habe euch gefunden. Aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt. Denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wet McWraith. Aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Ruht euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Dann danke dafür. Nach Hause zu Ceridine. Sie braucht mich. Wo werde ich euch finden, sollte ich eure Hilfe brauchen? Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Okay. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Verbanner. Und jetzt? Dreht euch um. Was? Ich breche auf. Und wieso soll ich mich da umdrehen? What? So schnell? Wow. Krass. Aber ich fasse es nicht, dass man den größten Plot-Twist in diesem Spiel schon von Beginn an weiß, wenn man sich die Beschreibung des Spiels durchliest. Warum ist die jetzt erst gestorben? Warum? Warum war die nicht gleich zu Beginn tot? Okay, aber sie wird auf jeden Fall zurückkehren. Sie wird auf jeden Fall zurückkehren. So, Tod den Toten haben wir abgeschlossen. Einen Weg vorwärts suchen ist unser nächstes Ziel, Freunde. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch das Beste der Welt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und tschüss.